Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Homesick. So, wir gehen jetzt mal hier in den Raum. Ach, eine Turnhalle ist das. Okay. Erstmal Lichtschalter anschalten. Erstmal Tür zu machen? Geht nicht. Lichtschalter ist ja häufig hinter der Tür. Nochmal falle ich darauf nicht rein. Also bisher waren die beiden Sachen, für die ich so lange gebraucht habe. Also ich will jetzt nicht sagen, jetzt will ich hier mal schneller damit fertig werden. Wir sind ja nicht auf der Flucht. Ne? Wir sind ja nicht auf der Flucht, aber ich möchte. Das war dann doch leichter, als ich dachte. Da habe ich irgendwie kompliziert gedacht. Wahrscheinlich. Okay, wir haben hier auf alle Fälle wieder so einen Speicherpunkt und eventuell Blumen, die man gießen kann. Okay, hier ist es saudunkel drin und hier sind zwei Ventile. Die machen wir mal auf. Das könnten Wasserleitungen sein. Was ist denn das da? Gar nichts. Ich frage mich immer noch, wofür diese eine Nummer war bei dem Aktenschrank 8294. Aber ich glaube nicht, dass ich die noch brauche. Diese Tür geht noch nicht auf. Ich will mal davon ausgehen, dass die Scheinwerfer hier nachts brennen. Dann muss ich vielleicht diese Tür nachher einschlagen. Könnte ich mir vorstellen. Warum renne ich in meinen Träumen immer mit einer Axt durch die Gegend? Hab ich hier etwas Schlimmes verbrochen? Und das ist mein Geist, der hier durch die Gegend wandelt. Ich weiß es nicht. Mann, hier geht's raus. Hier muss ich dann hin. Hier ist noch eine Tür. Ach, jetzt komme ich hier raus. Okay, kann ich hier noch mal? Habe ich den Eimer denn? Ja, aber das kann ich nicht noch mal machen. Das da vorne ist jetzt auch erledigt. Ich muss mich jetzt hier drauf konzentrieren. Da vorne passiert nichts mehr. Dann wollen wir uns jetzt nochmal schlafen legen. Oh, das geht sogar. Nee. Passiert aber nichts. Okay. Mir ist aufgefallen, dass ich die beide in entgegengesetzte Richtung gedreht habe. Das ist glaube ich, nicht ganz richtig. Also, ich denke mir mal, dass die beide in eine Richtung gedreht sein müssten. Aber da habe ich mich wahrscheinlich auch schon wieder geirrt. Also, beide einmal drehen und dann muss das passen. So, Mann. So muss der zurück. Ja, hier ist was. Also, es ist aber hier dunkel. Hier einfach nur dunkel. Kann hier nichts sehen. Gibt es hier einen Lichtschalter vielleicht? Kann ich die Tür zumachen? Auch nicht. Wo gehen die Wasserrohre hin? Oh, ich kann die Tür doch zumachen. Machen wir mal wieder auf. Wo gehen die Wasserrohre hin? Die gehen hier entlang, zu der Heizung. Kann ich mit der irgendwas machen? Na, okay. Die gehen zu der Heizung, dann gehen die wahrscheinlich zu dem Heizkörper hier weiter. Mit dem denn irgendwas machen? Oder mit den Brettern? Hier ist er noch im Rohr. Ach hier, da müsste ich doch jetzt. Nee. Okay, hier ist auch noch eins. Die Musik wird immer lauter.
Gut, dann drehen wir die mal alle auf, würde ich sagen. Ich bin mal gespannt, was hier passiert gleich. Ob es hier dann eine Überflutung gibt oder so. Die Musik wird schon tragender. Nicht geguckt, ob die alle in dieselbe Richtung gedreht werden. Sie werden halt alle einmal gedreht und ich denke mal, das wird sich auch nur in dem Rahmen bewegen. Nee. Nee, irgendwie ist hier nicht so gerade. Schwierig. Da gehe ich jetzt nicht rein. Müde ist er jetzt auch noch nicht geworden. Ist er gähnt? Also ich. Drehen wir die beiden da nochmal. Ich glaube, so sind die verschlossen. So waren sie original. Alles klar. Jetzt höre ich Wasser. Irgendwo höre ich hier Wasser. Aber wo? Irgendwo habe ich Wasser gehört. Ach, okay. Da grünte schon. Eine Sprinkleranlage vielleicht. Ja, jetzt ist es noch schön grün geworden. Jetzt setzen wir uns hier mal hin. Und dann geht's wohl mit der Axt weiter. Ja. Oh, oh. Okay, hier kann ich definitiv durch. Hier ist hell. Durch die Oberlichter. Schön. Ich frage mich, auch mit diesen verschlüsselten. Wie gesagt, im Traum kann ich ja die Texte lesen. Ich hätte da rein immer so ein paar Zettel oder Bücher in die Hand bekommen. Aber das geht ja nicht, das ist ja ein Albtraum. Okay, die Bibliothek. Und das Musikzimmer. Okay, Licht ist definitiv an. Null. Zwei. Schwierig. Also wenn ich es irgendwo lernen kann, diese Schrift, dann ja wohl in der Bibliothek. Wenn dann ja wohl hier. Wäre ja schade, wenn man die am Ende gar nicht lesen kann. Vielleicht kommt das ja am Ende vom Spiel, wenn man durch ist. Und das ganze Rätsel um diese Schule, das ist ja kein Kinderheim, das wird eine Schule sein, gelöst hat. Würfel. Warum kann ich den nicht nehmen? 2, 2, 2. Weiter kann ich nicht drehen. Ein dreiseitiger Würfel. Ah, doch, doch, kann ich. Aber umständlich zu drehen. Kann man. Hat der noch mehr Seiten? Wo irgendwas anderes noch draufsteht? Warum blinkt es denn so? Ich kann ihn nicht mitnehmen. Es ist da. Was mache ich denn mit dem?
Einstecken kann ich den nicht. Okay. Denk mal gar nicht mal so kompliziert weiter. Da bin ich ja bisher auch immer mit auf die Nase gefallen. Vielleicht sehen wir noch einen anderen Würfel. Nee. Hier sind wahrscheinlich eh wieder nur Bücher drin, die ich nicht lesen kann, aber... Wer weiß, vielleicht muss ich hier gleich mal irgendwo was auswählen und muss mich dann für die 2 entscheiden oder so. Da gucke ich hier lieber nochmal eben genauer auf den Boden nach. Nee. Traurige Musik. Richtig schwere, melancholische Musik. Das ist die 2. Und sie blinkt. Okay, gut, ich merke mir das einfach mal. Ich versuche da gar nicht so viel rein zu interpretieren, bevor ich mir den Rest hier nicht angeguckt habe. Vielleicht ist auf dem Klavier etwas, was ich... An dem Klavier muss ich mich wahrscheinlich ransetzen und bin dann wieder... Okay, ich kann hier... Total verstimmt. Okay, bin ich mal gespannt, was es damit auf sich hat. Wir ducken uns mal, da ist nämlich was. Was bedeutet das? Ich müsste ein Notenblatt finden oder sowas. Ich muss bestimmt verschiedene, 2 bestimmte Töne treffen. Das könnte ich mir vorstellen, dass ich 2 bestimmte Töne treffen muss. Fahrstühle. Ja, wollen wir nach oben oder wollen wir nach unten? Gefällt mir schon wieder nicht. Okay. Was ist denn an und was ist aus? Sehr witzig, Bedienungsanleitung. Also die sind, eigentlich sind die alle an, würde ich sagen. Oder die sind alle aus. Da ich mal tippe, dass hier der Strom abgestellt ist, machen wir die mal alle an. Ach Moment, ich weiß, wo ich bin. Nee, weiß ich nicht, oder? Weiß ich's? Ist hier mein erster Raum? Ah nee. Oh, hier ist. Oh. Da richtig was zu holen. Hey. Ah. Hier ist wieder nichts. Hier ist gar nichts. Gut, okay. Und hier sind wieder Bauklötze. Und die kann man alle einzeln. Okay, aber wenn ich sie nicht nehmen kann, haben sie ja nur einen geringen Wert, oder? Ich klicke jetzt jeden an, vielleicht kann ich doch eine aufnehmen. Ich glaub's aber mal nicht. Blinken tun sie alle, ne? Aber gut, machen wir mal Küchenschränke auf. Gucken mal nach. Ich glaube aber nicht, dass ich hier dann irgendwas finden werde in den Küchenschränken. Ich glaube, die sind einfach nur so da. Würde mich jetzt überraschen, wenn ich hier was drin finden würde. Wir gucken mal eben hier rein. Ja, Öl. Ein Haus mit Sonne. Ja gut, das sind die bisschen so Alphabetbuchstabenwürfel, ne? Buchstabenwürfel. Aber ich kann ja die
Ich sprach an mich. A-O-L, Auto, Blume. Bunt. Bunt ist schon mal nicht gut. Was ist das? Okay, das ist das Zeichen für die Blume. Das sollten wir uns vielleicht mal merken. Ah. Aber hier unten muss doch was dran sein. Ah. Okay. Gut. So. Das ist irgendwie... Nee, hier komme ich gar nicht weiter. Nee, dann müssen wir erst zum Klavier. Obwohl, nee, doch, er lässt mich hier rein. Ach. Sag ich doch. Okay, ich muss auf jeden Fall wieder Wasser finden. Da ist die zweite Hälfte. Da komme ich hier nicht raus. Wir gehen jetzt mal zum Klavier. Kann ich mit dem Schlüssel da was werden? Ah, komm. Ich habe doch eben den Schlüssel gehabt. Nee, kann ich nichts werden. Eigentlich sind ja noch viel mehr Räume. Da können wir doch auch schon mal gucken. Nee, das passt da alles nicht. Okay. Ha, warte mal. 829. Nee, erstmal gucken, ob der aufgeht. 8294. Das könnte der vermisste Aktenschrank sein. 8, 2. Das wäre ja. Irgendwie? Nee. Schade. Das ist er denn doch nicht, der vermisste Aktenschrank. Nee. Gut, die Zahl stand wahrscheinlich einfach auch nur zum Verwirren drauf. Keine Ahnung. Aber den knöpfen wir uns nochmal vor, den Aktenschrank. Was ist das Zeichen für die Blume da unten? Ah, okay. Mhm. Hier sind wir. Alles klar. Also das ist hier mein Startraum, ne? Also da habe ich die Axt ursprünglich mal rausgeholt, falls ihr es gerade nicht wisst, was ich meinte und wo ich bin. Und leider immer noch kein Wasser für mich, kein neues. So einfach wird mir das hier doch nicht gemacht. Nun gut, dahinter steht auch nichts. Mal eben die Schränke rein, aber wie gesagt, ich erwarte hier nichts. Lichtschalter könnte ich gleich nochmal überprüfen. Nee, Lebensmittel, Teller. Unheimlich viele Schriftstücke. Fotos von zwei Hunden. Ein Buch nochmal und neue Dias. Und das ist ein Mann. Und was steht daneben? Was ist denn das Helle dann? Das ist noch ein Mann und da in der Mitte ist... Keine Ahnung. Okay. Das sieht schwierig aus. Das Gasmasken? ABC-Schutzmaske heißt es, ja, ich weiß. Okay, ich weiß, dass wir zum Klavier müssen, aber ich muss mich doch hier einmal eben umgucken wenigstens, um zu sehen,
ob es sich lohnt, in irgendeine Richtung gleich zu flüchten. Weil es wird ja wieder so eine Axtszene kommen. Ja, der Aktenschrank da ist vielleicht noch nicht ganz uninteressant. Nee, da war ja kein Reinkommen. Ja gut, dann gehen wir zum Klavier zurück. Und die Folge ist aber um, muss ich sagen. Guck mal, dann wünsche ich euch was. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Hoffe ich. Würde mich freuen. Das ist mal ein richtig ruhiges Spiel zum Entspannen. Wenn ich immer irgendwas Schlimmes befürchte hier gleich. Okay, dann will ich mich mal mit dem Klavier auseinandersetzen gleich. Und wir sehen uns dann nächstes Mal wieder. Und wo ist denn... Warum habe ich den denn nicht mehr? Ach so, warte mal. Den, klar, den lege ich darauf, ne? Da. Darauf legen. Gut, das gucke ich mir mal in Ruhe an und dann denken wir mal drüber nach. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.